Craft Attack, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Craft Attack. In der heutigen Folge habe ich Folgendes vor, und zwar möchte ich den Zinnus überfallen, beziehungsweise nicht überfallen, aber ich würde gerne von ihm eine Elytra haben. Erstens, weil ich jetzt gerne fliegen wollen. Ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall. Und zweitens, Leute, ich möchte auch eine eigene Elytra finden. Aber jetzt müssen wir erstmal zu Zinnus ins TS, ne, um das Ganze zu klären. Ich bin hier gerade noch in der goldenen Linie schon Ewigkeiten unterwegs. Ich gehe mal in seinen Channel, mal gucken, wo ist er denn. Ich schreibe ihm mal. Zinnus, move. So. Dann entmute ich mich. Oh, jetzt habe ich mich doch gemutet. Mikrofon aktiviert. Zinnus! Hallo? Das soll mich mal moven. Wow! Ich hab's hochgeschafft. Wow! Genial, oder? Oh, wir müssen auch im Nether, da sind noch ja ganz viele Goldschwerter, die ich ja noch nicht geschmolzen habe. Warum ist es so langsam hier? Ist das immer so langsam? Oh Mann, die U-Bahn-Linie. Oh, okay, ich habe einen Kaktus bekommen. Nice. Nein, oh, das sollte ich nicht drüber gehen. Okay, okay, okay. Hier ist alles am Start. Ich mache mich schon mal auf den Weg Richtung Zinnus. Der wohnt ja da hinten bei Klim und bei Skate, und ich will mir jetzt hier auf jeden Fall eine Elytra klar machen. So. Ey. Move. So. Und ich habe Move extra falsch geschrieben, Leute. Übrigens, guck, das da habe ich da reingebaut, ne? Das war mein Beitrag zum Kaufhaus. Hallo! Hi! Zinnus! Hallo? Bist du noch live? Ja, ich bin live. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. redest du Schweizerdeutsch? Nee. Du hast gerade so komisch geredet. Vielen, vielen Danks, habe ich einfach gesagt. Vielen, vielen was? Vielen, vielen Danks. Ja, ab und zu sage ich komische Wörter, es tut mir leid. Okay, ja, gut, das wissen wir dass beide, dass ja, du das manchmal ist, ja, so eine komische Phase hast. Zinnus, ja, ich bin auf dem Weg zu dir, aber ohne 64 Diamanten. Warum muss ich 64 Diamanten zahlen? Wieso nicht? Zinnus, ich mag... Denkst du, ich bin hier ein Verschenkerboy oder was? Ein was? Ein Verschenkerboy. Ich verschenke doch nicht Sachen. Ja, aber Zinnus, du... Ohne Witz, ich war gestern in der Folge... Warte, ich war gestern in der Folge, war ich schon so ein bisschen angepisst, als ich gehört habe, du gehst ins End und farmst Elytras. Ich war nur in eine. Ich dachte mir schon, dass jemand angepisst ist, aber ich bin ja auch nur in eine Richtung gegangen. Ja, als du das geschrieben hast, habe ich dann auch gedacht, okay. Übel viel. Es sind Hey, und das Ding ist, ich bin in eine Richtung gegangen und habe gefarmt. Es sind teilweise, habe ich von einer Festung die nächste Festung mit einem Schiff was? Gesehen. Was? Ist das so viel? Ich habe nicht mal so krass. Ja, es ist unglaublich viel. Und ich bin nur bis, ich glaube, irgendwo 1000, 4500 oder so war ich. Also ich habe, glaube ich, insgesamt 3.500 Blöcke gemacht, und das ist ja unglaublich groß. Und wie kommt man da gut zurück? Mit der Lydra. Echt? Ich habe halt, unterwegs findet man zwischendurch auch so Portal-Dinger. Ah. Die screenshot ich mir immer ab, und ich fliege halt permanent mit der Lydra rum. Und da ist man übel schnell unterwegs. Ich bin ja auch einmal gestorben, weil ich ins Void gefallen bin. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Nee. Ich habe ja alles verloren gehabt vor 2 Tagen und habe jetzt gestern im Stream wieder alles aufgebaut. Eine Lydra noch in der Folge geholt, wo ich gestorben bin, und habe alles wieder aufgebaut. Krass. Also, du hast auch anderen Leuten schon eine Elytra gegeben? Wollte ich aber, die melden sich nicht. Echt? Ja, ich denke mir so, ja, und wenn jemand was von mir haben möchte, möchte ich das schon so wie du, dass die Leute kommen und sagen, hey, kann ich die bitte haben? Also, und ich Zinnus, den Leuten nicht hinterher. Pass auf, ich habe hier gerade was ein Pferd von dir entführt mit Diamantrüstung. Was? Ja. Du willst was von mir und dem Fürst dann auch noch? Ja, ich hab mir gedacht, wir tauschen die Elytra gegen das Pferd. Alter. Du kannst natürlich auch einen Kredit bei mir aufnehmen, ne? Ich bin ja auch, ich hab ja besitzt die Schweizer Bank. Oh, halt, Zinnus. Ja? Stopp. Ah, ich hab Gold von dir schon genommen. Ja, das meinst du jetzt? Ja, du, okay, pass ja, auf. Du hast es ist eine Win-Win-Situation. Du hast meine Goldfarm und alles und so weiter benutzt. Ich bin bei dir, hinter dir. Hä, wer ist mir das hier? Elytra.
Was? Okay, aber dafür müssen wir jetzt was zusammen machen, Basti. Komm mit, ich schenke dir die Elytra. Okay. Aber komm mal mit. Wir gehen jetzt auf einen Turm von mir. Komm, wir gehen hier lang. Ja, ich blick bei deiner Burg nicht durch, gell? Ja, da bist du nicht der Einzige. Hast du die Folge geguckt, wo ich sie in die Luft gejagt habe? Ja, wo Louis so gesagt hat, ja, bei Zinusburg, da blicke ich sowieso nicht durch. Da nur so, das kann ich verstehen. Aber ihr hättet am besten noch so sagen sollen, bei welchem Haus von Zinus blickt man jemals durch? Gab es schon mal ein Craft Attack Haus, wo du dich zurechtgefunden hast? Craft Attack 3? Ja, okay, ja, das war nicht so groß, ne? Doch, das stimmt. War schon groß auf dem also Berg. Als Grundstück, ja. Aber okay, Basti, hier, Elytra. Oh mein Gott, eine Elytra! Oh, Sky's the Limit! Oh. Und jetzt? Nimm mal das hier. Oh ja. Nimm mal 5 Stück davon. Warum? Ja, jetzt kommt das richtig Geile, Basti. Damit geht man überhaupt weiter. Stimmt. Weißt, so kann man... Ja, lass zusammen machen. Lass von hier aber bis zu dir fliegen. Aber ich hab das noch nie gemacht. Was, zu mir? Ja, safe. Locker. Wie geht das? Also, du musst einfach abspringen. Sagen wir starten hier, gegen die Richtung. Da hast du ein bisschen mehr Time. Was? Dann springst du, machst die Elytra drauf und dann hast du ja Schwung. Und wenn du Schwung verlierst, machst du die Rakete. Okay, flieg du mal. Oh, in welche Richtung? Warum? Die Richtung ist in die. Ich dachte nur, damit du mehr nein, Schwung hast. Pass auf, ich krieg das so hin. Pass auf. Okay, ich flieg da zwischen den Türmen durch. Okay. Okay. Ja, mach. Ich guck dir zu. Ich hab Angst, Sie. Das ist mein erster Elytra-Flug seit Craft Attack 4. Ja, ich wünsch dir viel Erfolg dabei. Okay. Wow! Ist das geil? Oh, ist das jetzt schön. Musst du mal eine Rakete zünden. Jetzt? Wow! Alter, wie das abgeht! Voll geil, oder? Yo! Ich bin auf dem Geschenk. Guck mal, ich bin über dir. Hier weggeflogen. Wo bist du? Hier. Wo? Ich komm. Ah, da! Ey, ist das cool! Übel geil, ne? Oh, Zinus, danke. Ich hab eine Elytra. Bitte gerne. Das freut mich jetzt gerade richtig. Voll geil, ne? Oh, jetzt kannst du von hier auch locker zu dir nach Hause. Ich flieg immer nur noch rum jetzt die ganze Zeit. Macht das so viel Spaß. Das ist mega cool. Mit den Raketen und so. Sag. Cool ist. Weißt du gar nicht, war bei Skate. Hä, was hat. Ah, da unten. Hä, die Welt von hier oben. Die Welt ist voll geil, ne? Ja. Ich bin auch einen Stream gestern nur rumgeflogen, hab die ganze Craft Deck Stadt so angeguckt. Von oben sieht das viel geiler aus. Auch die Stadtmitte und so weiter. Ist halt voll geil, wenn man alles so angucken das kann. Das ist cool. Über wenigstens ich Burg find, fliegen. Ich muss sagen, ich finde die Klippe da von Spark richtig cool gebaut. Ja, jetzt, wenn man so von oben guckt, sieht das echt geil aus, ne? Es macht voll Spaß, also rumzufliegen hier so über wenigstens Burg. Oh. Ist richtig geil. Oh, Early Boy hat da ein Haus stehen. Ach, stimmt, das hat er ja schon länger. Alter, hast du das nicht geil. Hast du das nicht zugebaut? Ich habe das zugebaut und für den Norden dran geschrieben. Wow! Oh, Leck, ist das geil, jetzt einfach so rumzufliegen. Ohne Witz, jetzt habe ich richtig Bock, aus Redstone so einen Elytra-Launcher zu bauen. Ja, genau. So ein Jumper, ne? Wow! So ein Düsen-Chat hier. So. Geil wäre, wenn man im Flug TNT zünden könnte. Das wäre übel fresh. Wow. So, werf Alter, TNT oder sowas. Du kannst so auf den Tower von Spark fliegen. Ja. Safe, man wow, kann. Alter, ich bin so hoch. Ich bin auf Sparks ich Tower. Bin, ja, hier, ich bin Oha. Neben dir. Das ist so geil, ne? Wie macht man nochmal Raketen? Nur mit Papier und Gunpowder. Nur mit Raketen und Gunpowder, habe ich gesagt. Oder Papier und Gunpowder. Ja, geil. Oben ein Papier und unten ein Gunpowder kriegst du 3 Raketen raus. Hast du eigentlich meine Gastfarm mal benutzt? Ah, dort hat sie ja auch übel viel davon, ne? Ja, ich muss die allerdings wieder umbauen. Die war, bevor ich sie richtig versucht habe, automatisch zu bauen, war sie effektiver. Okay. Das Ding ist, ich weiß aber, was auch noch effektiv ist. Eine Witch Farm. Ja, das Spark, ne? Ja, die droppen auch Gunpowder. Ja. Ey, ich wette, Spark hat übel viel Gunpowder. Oh, ja, pass auf, nice. Wir fliegen jetzt rüber hier zu Klims Dingensbums Tower und von da oben springen wir runter. Okay, wow. Hab ich auch schon gemacht. Klims Funland. Da, dieser Tower da, den finde ich cool. Wow. Oh, nein. Was hast du gemacht? Oh Gott, 2 Herzen. Hast du so ein Unsterblichkeitstotem? Nee. Ich will demnächst auch so eine Dings machen, einen Menschen. Aber mit Elytra müsste es mega gut gehen. Übel easy. Nein! Oh Gott! Da bist noch du mega, 4 Herzen. Da bist du mega gut unterwegs eigentlich dann. Ja, voll, ne? Deshalb habe ich wollte es auch machen, aber ich habe bewusst gesagt, ich mache das erst, wenn ich
Ja, ich schaff's nicht auf dem Turm zu landen. Ich bin zu dumm, sehr wahrscheinlich. Ich bin auch nicht. Ich bin unten gelandet und gehe jetzt hoch. Lol. Irgendwie. Was wollte ich sagen? So ein Mansion ist mega cool. Also, das war eines der ersten großen Abenteuer, die ich gemacht habe. So. Schaff ich's jetzt? Ja! Hab's geschafft. Alter. Ja. Okay, jetzt pass auf. Erst Sturzflug runter. So übelst viel Speed aufnehmen. Ja, so. Ja, Achtung. Oh. Alter, ist das geil. Oh, du bist einfach gerade nach unten gegangen, ne? Ja, das war so krass. Du fühlst dich so frei. Aber du musst deine Elytra noch mit Mending und Unbreaking 3 verzaubern. Okay, ist es die beste Verzauberung? Ja, also ich habe Unbreaking 3 und Mending drauf. Skate hat beide Villager. Ich glaube, eins kostet hat auch beide. Achso, hat auch beide? Nee, ich glaube, der hat. Ich glaube, der Mending Villager kostet 10 Emeralds und der Unbreaking 3 26, glaube ich, okay. bei Skate. Oder gucke ich gleich mal bei Spark. Wow. Wo sind seine Villager eigentlich? Haben bei mir auch schon Leute geschrieben. Der hier unten? Leute, ich kenne mich bei Spark null aus. Ja gut, ich bin Spark Nachbar, von daher. Krass. Wow. Feather Falling 3, Death Strider 2. Lol, Alter, was kriegt ein Spark für Donations? Ja, warum? Weil hier so übelst die hohen Beträge, danke. Ja, Spark ist krass. Also, wenn du ein Mansion finden willst, dann musst du so einen Cartographer finden und neu freischalten. Also keinen und benutzten traden. Ja. Ja, ist ja logisch. Also, wenn ich, ja, von denen habe ich ja. Okay, dann kann ich das machen und dann kriege ich welche. Unbreaking 1 ist hier. Und was bedeutet das dann? Also, wie geht das dann? Dann wird auf der Karte freigeschalten, sobald eins in der Nähe ist. Ja, und dann weißt du, wo. Nein, du stehst an einem Punkt, wo du hin musst. Und Die Richtung musst du dann halt fliegen. Ah, okay, cool. Okay, es war aber mega anstrengend. Also, ich musste im Prinzip viermal müsste ich Unbreaking 1 hier traden. Wie ja, dann gehst du das? Besser direkt zu Skate, der hat direkt. Warte. Ja, das ist besser, wenn man dann zu Skate geht, okay. Gut, das ist dann das nächste, was ich im Angriff nehme. Ich habe noch 96 Level, Ich muss ich habe nur noch 23. Ich muss jetzt noch in den Nether gehen, weil meine Farm war irgendwie verstopft. Nee, also welche meinst du? Die normale? Die Nether-Farm, ja. Also mit den Zombie-Pigments? Ja. Nee, das ist servertechnisch, dass die ab und zu nicht funktioniert. Hä, die funktioniert nicht? Die funktioniert wieder, ich hab's ja gestern den ganzen Abend genutzt. Ja, es war voll viel Gold drin, das war mega nice. Ja, das war alles von mir. Ich hab dafür ein bisschen verrottetes Fleisch genommen, weil ich Emeralds traden musste. Ja, das ist ja okay. Das ist okay. So eine multifunktionelle Farm. Ja, deshalb geht das völlig klar, dass ich dir die Elytra gebe, ne? Wir haben ja eine Win-Win-Situation, ne? Ja, das stimmt, okay. Das ist voll gut. Das war auch rückwirkend für alles, so. Ja, genau. Wie lange Elytra hat ja auch einiges im End? Nicht lange, also für die erste Elytra übel schnell, dann bin ich ja gestorben. Die zweite Elytra ging eine halbe Stunde. Okay. Und die anderen Elytras habe ich innerhalb von 45 Minuten oder so zusammen gemacht. Weißt du, wenn du direkt immer auf dem Schiff landen kannst mit der Elytra und so, ist es halt mega chillig. Und dann kannst du noch rübergehen und ein paar Schalker töten, damit du noch Schalkerboxen herstellen kannst und so, ist mega chillig. Das ist ja echt cool. Also ich habe mir eigentlich auch vorgenommen, mal selber noch so ein Dungeon zu clearen. Aber ja, mit der Elytra ist es halt direkt voll easy. Ja, voll easy. Ich kann dir sagen, ich bin Richtung Norden geflogen. Okay. Also ich würde halt nicht Richtung Norden machen. Ich weiß, dass Klim Richtung Süden fahren will. Okay. Dann kannst du ja irgendwie Osten oder Westen nehmen. Ja, mal gucken. Weil nicht, dass wir, weißt du, dann fliegst du irgendwie, keine Ahnung, 5000 Blöcke und dann findest du immer noch keine neue. So, fuck. Ja, das wäre ärgerlich. Genau. So, ja, ist cool. Ich muss ja noch für unsere Gold. Hast du eigentlich meine neuesten Attraktionen im Zoo schon gesehen? Nein! Nicht? Nein. Dann flieg mal zu meinem Zoo, ich will dir das jetzt mal zeigen. Okay, ja, Moment, ich bin gerade noch hier Dingens in der Farm. Weil die war leicht überfüllt an Stuff. Jetzt sind alle Öfen an. Das hatte ich noch nie. Ja, es tut mir leid, ich habe halt gestern alles neu gemacht, ne? Hast du schon diese Lingering Potions? Ja, ja. Nee, habe ich nicht hergestellt, aber ich habe Drachenarten, ja. Ja, wie macht man dieses Spektralzeug, dass du leuchtest? Die Spektralpfeiler? Ja. Weiß gar nicht mehr, wie das geht. Hatte ich aber in Craft Tech 3 auch. Ich weiß aber nicht mehr, wie es ging. Die waren mit Glowstone irgendwie, ganz einfach. Ja, keine Ahnung, nicht schwer. Muss mal gucken. So, warte, ich komme jetzt noch kurz.
Und nice. Dann ist eine Folge zu Ende. Nice. Ja, man merkt irgendwie, wenn du in den Neta gehst, dass der Server am Laggen ist, habe ich das Gefühl. Ja. Ist es bei dir auch so? Ja, also, aber nicht nur im Neta, überall. Echt? Auch im End. Ich bin ja auch durch einen Lag, finde ich, gestorben. Also meine Elytra hat ja einfach nicht geöffnet. Ja. Also es war halt mega krass. Alter, dass du einfach mit einer Elytra stirbst. Ja, also ich bin einfach runtergefallen. So als würde ich normal runterspringen. Zuerst dachte ich mir so, hä? Ist es so, dass ich meine Elytra nicht anhabe? Also so hat es sich halt angefühlt. So. Okay, ich hab meine. War mega strange. So. Und so. Ich komm zu dir geflogen. Ich schaff's, glaube ich, mit einem Zug direkt zum Zoo. Nice. Mal gucken. So, hier durch. Jetzt bin ich schon bei Klim. Ja, ey, easy. Du hast eine Neta-Verbindung zum Zoo. Wow. Ja, damit ich die ganzen Tiere dahin platzieren kann. So. Also reinholen kann. Weil, guck mal, ich habe ein paar neue. Okay, die kenne ich. Ah, du hast es vergrößert aber hier. Ja, das habe ich neu gebaut. Cool. Ich dachte, das ist ein bisschen zu klein. Hier, das ist neu. Hä, Alter! Wie hast du Eisbären hierher gekriegt? Krass, oder? Hä, wie hast du das gemacht? Durch den Neta? Ja, ja, durch den Neta. Hä? War übelst anstrengend. Alter, das glaube ich. Eisbären, die folgen dir ja nicht einfach so, oder? Ja, ich hab eine Leine gehabt, hab die an die Leine gemacht und hab die einfach hinterhergezogen. Alter, das war übel anstrengend. Aber das Gehege sieht mega geil aus. Ja, das wurde mir von der Community vorgebaut, habe ich dann abgebaut. Das ist richtig geil, also das wurde mir eingeschickt. Ich hab halt gefragt, ne? Okay, was ist das? Ach, Wölfe! Und das sind richtige Wölfe, die sind ungezähmt. Lol. Das ist ein Wolf bis aber jetzt. Aber warte mal, ist das das einzige Gehege, also der einzige Reingucker? Ja. Da fehlt eigentlich so ein Fichtenbaum. Ja, genau, der fehlt wirklich noch. Den baue ich auch noch. Da fehlt noch, ein Baum ist noch gebaut. Pferde. Ja. Die zwei sind halt neu. Und die Eisbären wollte ich dir eigentlich zeigen, weil die waren halt ultra aufwendig. Aber mega krass, ne? Okay. Ja, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, wenn ihr Bock habt, könnt ihr bei Zinus mal vorbeigucken oder die Folgen nachgucken, wie er das so angestellt hat. Da hat er bestimmt ein paar Ausschnitte am Start. Und ich würde sagen, das war's mit meiner Folge. Danke, Zinus, dir nochmal. Bitte. Ich habe aus Versehen einen Screenshot gemacht. Also, danke für die Elytra. Vielen, vielen Immer Dank. Immer gerne. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss.